Und da bin ich auch zurück zum nächsten Part. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, dank dem, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, mein Gott, jetzt kurzzeitige Gehirninkontinenz. Jamar, genau, der hat mir gesagt, mit F4 können wir es aufrufen, genau. Da gehen wir mal auf Datenrekorder, sind ja in Marien und Jack ist zurück, so heißt der Datenrekorder. So, das Audio spielen wir jetzt mal ab, damit wir uns das auch noch eben anhören können. Seid gegrüßt, liebe Hörer der neuen Erde. Ihr hört die Wahrheit des Grenzlandes mit Weston Marks. Heute habe ich eine Warnung für alle APS-Jacken, Archenjäger im Einsatz und ignorante Reisewütige, die im Westcon Maze unterwegs sind. Wie es aussieht, hat der E-Rap Express nach Vegas Verspätung. Bei einem unglücklichen Zufall, wie Onkel E-Rap es nennen würde, schlug ein Archenfall nur wenige hundert Meter vor dem Transport ein und riss ihn wie eine Pinata auseinander. Dabei flogen IA-Wachen und zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder durch die Luft wie billige Bonbons. Die Überreste von Wachen und Verurteilten konnten vom E-Rap-Aufräumteam geborgen werden. Alle. Bis auf einen. Der berüchtigte Joe Jacklack Teach und all seine Metallteile gelten als vermisst. Ihr habt richtig gehört, Leute. Der Unfall hat 23 Passagiere getötet und der einzige Überlebende ist der gefährlichste Verbrecher diesseits der Sturmgrenze. Und jetzt gilt er als vermisst. Junge, was für ein unglücklicher Zufall. Mit anderen Worten, wenn ihr in der Bay Area wohnt, versteckt die Kinder, versteckt eure Frauen und betet, dass Jetlag weder Kompass noch Karte dabei hat, denn sonst kommt er zurück. Das war die Wahrheit des Grenzlands mit Weston Marks. Seid nett zueinander, passt auf euch auf und hört nicht auf, Fragen zu stellen, Defiance und so weiter. Und jetzt haben wir auch gesehen, ich bin hier runtergesprungen und hier gibt's direkt den nächsten Datenrekorder. Der war, glaube ich, wir sind zu Hause. Jetzt habe ich den natürlich frühzeitig aufgenommen, wollte ich eigentlich gar nicht. Gucken wir mal, Marien, wir sind zu Hause, ist das nächste. Audio abspielen. Hola, Marita. Du bist mittlerweile bestimmt erwachsen. Ich hoffe, du hast deinen alten Herrn nicht vergessen. Binchel Schuber. Für dieses Bier habe ich gutes Tech verscherbelt. Marita, tut mir leid, dass du das mit den Niners mitgekriegt hast, aber ich lasse nicht zu, dass mir jemand nimmt, was mir und meiner Familie gehört. Top Notch ist jetzt unsere Heimat. Wir werden hier endlich Wurzeln schlagen, Marita. Keine Umzüge mehr, keine Trauer. Wir sind zu Hause, Rosita. Versprochen. Ja, damit haben wir den auch. Das weiß ich nur nicht, ob gehörte der da jetzt überhaupt zu dem Erfolg. Das können wir eigentlich auch nochmal eben nachgucken. Bei Ziele. Staffel Marine, genau. Grundstabilisierung müssen wir da auch noch erfüllen. Was haben wir da? Wir sind zu Hause, tatsächlich. Das war auch noch ein Datenrekorder. Da fehlen uns also nur noch 3 Stück. Die Brücken fehlen uns auch noch 2 Stück von. Und dann haben wir ja auch das nächste Kostüm freigeschalten. Wir gehen jetzt aber erstmal zur Nebenmission zurück. Fahrzeug holen, nehmen die uns an und machen die erst. Ja, das werde ich dir jetzt auch im Let's Play sagen. Den Rhino benutze ich, weil das einfach die größte Schildkapazität hat. Ich weiß nicht im Moment, was das Beste ist. Obwohl, ich glaube, das hast du mir, glaube ich, auch schon mal geschrieben in einem Kommentar. Aber ich habe es mittlerweile im Moment wieder vergessen. Da müsste ich die Kommentare nochmal durchlesen. Weil, ich muss sagen, mir gefällt Rhino im Moment so am besten, weil das einfach die größte Schildkapazität hat. Ich mach mobil. Ich muss mich hier um meine Starko kümmern, aber ich hätte einen Job für dich. Na, wie wär's? Die 99er sind schon ein Haufen geschäftiger Nangos. Sie durchforsten Teile eines Eichenfalls in der Nähe von Big Stone Reach nach irgendeinem krassen Votan-Material. Ich könnte das Taco-Zeug für das ein Projekt gebrauchen, an dem ich hier gerade arbeite. Das ist doch der perfekte Job für einen Archenjäger wie dich. Ja klar, machen wir doch glatt. Ich habe das Ziel markiert. Das machen wir doch glatt, holen uns mal die Eichenzelte auch wieder 1 Kilometer. Meine Fresse, das sind immer Wege, die wir hier zurücklegen müssen. Das ist so der Wahnsinn. So. Einmal aufsteigen und dann gucken wir mal, dass wir das Ding besorgen.
und dann können wir auch zum ersten Mal die neue Waffe testen, die Jamal uns dazu kommen lassen hat. Macht jetzt so vom Schaden her gar nicht so viel wie unsere Waffen, die ich sonst immer benutze. Aber sie hat halt ein paar tolle Sachen mit drin. Elite ausgeschaltet. Ja, Elite ausgeschaltet, einmal platt gefahren. Den Roboter haben wir jetzt leider nicht erwischt. Den hätte ich eigentlich auch gerne mitnehmen wollen. Aber was soll's. Halbes Level hat unser Fahrzeug ja auch schon wieder. Dann müssten wir da auch schon bald wieder einen Rang aufsteigen. So. Und dann sind wir ja auch gleich an unserem Zielort angekommen. Da steht auch irgendwo links der Sheriff wieder oder zumindest eine wichtige Persönlichkeit. Ist mir jetzt aber nicht ganz so wild. Und ich denke mal, wir sind, was die Hauptmission angeht, auf jeden Fall hier in Marine durch. Und dann geht es mit der Hauptmission dann wahrscheinlich im nächsten Teil, also im nächsten Teil des Landes weiter. Ich weiß nicht, kommt dann schon San Francisco nach Marine? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Oh, gar nicht mal so schlecht, die Waffe. Es gilt, jede Menge Vorräte anzusammeln. So, den haben wir weg. Bedrohung eliminieren. Wow. Ach so, das war... Ach, unser Kurier, ja, Jamal ist auch wieder hinter uns. Ich wollte schon sagen, hä? Aber er heilt mich. So, was haben wir denn hier? Untersuchen wir mal die Materialien. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Ach, müssen wir jetzt noch was finden? Oder? Was, das jetzt schon? Ich weiß nicht, irgendwie... Die Waffe ist zwar schön direkt, aber irgendwie... Da fehlt mir ein bisschen der Bums bei der Waffe. Kommen wir hier hoch? Ich glaube bald nicht, wa? Wobei, vielleicht kommen wir ja mit Turbo hoch. Jawohl, mit Turbo kommt man überall hoch. Wir müssen die Materialien einsammeln. Elite-Einheit voraus. Huh! Feuerkraft erhält gut. Ja, doch, ist gar nicht mal schlecht, die Waffe. Also, sie ist schon sehr genau, aber vom Schaden her halt fehlt es mir da doch einiges. Aber ist jetzt nicht so wild. Wir sammeln hier mal die nächsten Trümmerteile an. Wir haben alles. Gehen wir zurück. Okay, da sollen wir also wieder komplett zurücklaufen. Ich wollte mich nicht hinknien. Ich wollte, genau, das Fahrzeug rufen. Dann würde ich sagen, fahren wir hier mal über den Berg. Ich glaube, die Strecke kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, hier sind wir schon mal gefahren. Als wir... Ja, super. Ich bin meinen Künsten überall gegenzufahren. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal gefahren für ein Rennen. Ich bin mir da aber auch nicht mehr so ganz sicher. So, da ein bisschen was platt fahren. Und irgendwie ist der Turbo immer relativ schnell weg, muss ich sagen. Ah, dann geht's ja da nach oben wieder. Ach, guck, jetzt können wir ihn auch mitnehmen. Super. Haben wir den Roboter auch doch noch auf dem Rückweg mit erwischt, nachdem wir den Feuerteufel da am Anfang platt gemacht haben. So. Ich weiß nicht, das war jetzt aber auch noch nicht die Mission, die wir auch noch machen mussten für unsere, unseren Erfolg. Da müssen wir, glaube ich, noch eine andere nehmen. Da müssen wir, glaube ich, noch eine andere Nebenmission machen. So, schnell nach oben zum Briefkasten. Ich weiß gar nicht, warum wir hier den in den Briefkasten schmeißen müssen, wenn wir einen Stockwerk drüber sowieso die Quest angenommen haben. Heilige Scheiße, du hast es geschafft. Vielen Dank. Ja, was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, ich schaff das nicht, oder was? Mann, Weibchen. Ach, guck mal, da haben wir sofort die nächste. Was haben wir denn da? Wichtige Stabilisierung. Ist das denn jetzt das letzte an Nebenmissionen? Ja, ich glaube, das ist die einzige Nebenmission, die wir noch haben. Gehen wir da einfach mal hin. Das heißt, wieder ein Stockwerk höher.
und gucken uns mal an, was wir hier bei der Stabilisierung machen müssen. Ich stecke in der Starko. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Es ist wahr, die 99er Die 99er Nangos versuchen tatsächlich mit einer instabilen Photon-Energiequelle einen Superkompressor zu bauen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die Kontrolle über die Quelle verlieren und hier alles in die Luft jagen. Ich muss ihre Stromlaufpläne zerstören, aber man kann nur vom 99er Zentralrechner aus dran. Ich komme dort nicht hinein. Kannst du das übernehmen? Aber klar, machen wir glatt. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Wo müssen wir denn dafür hin? Tarnung an. So, springen wir einfach mal hier runter, um ein bisschen abzukürzen. Und dann müssen wir also die 99ers infiltrieren, so wie es ausschaut. Und ja, ich für den Fall, dass ihr nochmal fragen solltet, ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen mit dem Trike hier durch die Gegend. Beziehungsweise mit dem Quad-Trike, ist ja das dreirädrige komische Fahrzeug mit den zwei Rücksitzen. Weil ich möchte das einfach noch ein bisschen pimpen, weil ich finde die Rennmission, wovon es ja bestimmt auch noch einige geben wird, finde ich ein wenig interessanter mit dem Quad halt, beziehungsweise mit dem Trike. Moment, ne, mit dem Quad. Mit dem Quad. Jetzt komme ich gerade selber ganz durcheinander, was das denn jetzt überhaupt ist. Weil ich möchte die Rennmission eigentlich nur mit dem Quad hier machen. Weil das einfach für mich besser zu fahren ist. Also die anderen Fahrzeuge, da komme ich gar nicht so gut mit zurecht. Ich habe das auch mal ausprobiert mit meinem anderen Charakter, also mit meinem Offline-Charakter. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es im Moment ist. Und mir fällt gerade ein, wir müssten ja theoretisch auch noch unsere Perks leveln. Also beziehungsweise unser Ego-Level ist ja auch mittlerweile auch schon wieder gestiegen. Das werde ich, glaube ich, gleich dann zum Start der nächsten, zum nächsten Part machen. Jetzt machen wir aber erstmal hier kurz die Nebenmission, die 900 Meter entfernt ist. Ätzend. Noch 700 Meter. Oh, oh, oh. Ha, dran vorbei. Und ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich hier mache, aber ich hoffe es mal. Ach, guck mal an, wir haben eine Brücke gefunden. Ich bin ja... Was war das? Hier werden viele Arbeiter von Varys gefangen gehalten. Was war das denn? Da ist Jamar einfach verschwunden. Na gut. Das kriegen wir so hin. So, jetzt... Ach, wir müssen hier dann rein. Okay, das kriegen wir auch hin. Machen wir das doch einfach mal. Ziel lokalisiert. Los, wenden wir rohe Gewalt an. Ja, auch rohe Gewalt ist, wende ich doch gerne an. Und rein da. Jetzt müssen wir nur... Da ist einer. Das Ziel ausgeschaltet. So, die zwei haben wir down. Elite-Einheit voraus. Ja, eine Belagerungsmission müsste ich eigentlich auch schon gemacht haben. Das müsste doch die sein mit den ganzen Vaults da, oder nicht? Wo wir die Vaults-Schwellen und sowas ausschalten müssen. Ist das nicht so gewesen? Ach, da ist ja noch einer. Ich muss ihm gleich erstmal in der Pause zwischen den Parts sagen, dass ich ihm das alles im Let's Play beantworte. Ach, du Heiliger. Feuerkraft erhält Boost. Gnadenschuss. So, haben wir den soweit auch down. Was müssen wir hier überhaupt machen? Achso, wir müssen hier die Terminals ausschalten, so wie es ausschaut. Komm mal her. So, haben wir dann Nummer 1 ausgeschalten. Gehen wir mal hier unten hin. Und ich werde natürlich wieder den Part einteilen, weil ich möchte jetzt nicht mitten in der Mission abbrechen. So, der ist down. Der ist auch down. Und den haben wir auch schön zerrissen. Oh, da ist noch einer. Komm, friss den. Ah, Junge. Haben wir den auch kaputt. So,
Sammeln wir hier das nächste. Ziel neutralisiert. War's das? Diese Information muss vernichtet werden. War's das oder haben wir hier vielleicht noch ein... Obwohl, da oben haben wir, glaube ich, auch noch was, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? So, haben wir da noch mal die Dinger platt. Sehr schön. Und den haben wir auch down. So wie es ausschaut. So, das Geschütz ist ausgeschalten. Genau, er aktiviert. Au! Mit dem letzten von ihnen aus. Danke. Du bist ein krasser Typ, Mann. Ich bin nicht schnell verstanden. Mann. Komm schon! Friss den! Und aua, aua, aua! Jawohl! War es das jetzt gewesen? Ich glaube, die Mission haben wir damit auch abgeschlossen. Und wir können hier auch definitiv wieder raus. Gut. Das hört sich doch nach einem Plan an.